Ja, liebe Austria-Fans, Dienstagabend, es ist Zeit für die zweite Ausgabe im Austria-Magazin. Eine ereignisreiche Woche liegt wieder hinter uns. Am vergangenen Freitag leider 1:2 verloren gegen den FAC, aber einer hat sich besonders in Szene gesetzt, nämlich der Mann zu eurer linken Seite, Patrick Eller. Patrick, es war ein wunderschönes Tor gegen den FAC. Wir sehen es jetzt noch einmal. Patrick, was war das für ein Tor? Ja, war ein großer Fehler von Innenverteidiger und ich probiere mit diesem Trick und ja, war gut. Und dann 1-1 gegen Tormann. Hast du diesen Trick schon einmal einstudiert? Na, dieser war spontan und ja. Hat geklappt, aber auf jeden Fall ein besonderes Tor, ein spezielles Tor für dich. Ja, war wirklich schönes Tor, aber wenn gewonnen war, war noch besser. Aber so ist. Viele haben gesagt, es war ein Trick wie von Zinedine Zidane. Hast du dir diesen Trick abgeschaut von Zidane? Ja, ja. Übers Fernsehen studiert? Ja. Okay. Und hast du diesen Trick schon öfter im Training auch ausprobiert? Ja, aber nicht so viel. Und nur 2-3 Mal. So. Patrick, nach diesem Tor viel Aufmerksamkeit für dich. Das Tor haben fast alle in ganz Österreich gesehen, viele Fußballfans. Ist es auch dein Ziel jetzt, immer weiter zu kommen, immer weiter nach oben zu kommen? Ja, ich wollte spielen in Bundesliga und wenn geht, auch mit Austria Klagenfurt. Gut, also Patrick bleibt bei uns, auch im nächsten Jahr? Ja, ich glaube, ja. Sicher? Ja. 100%? Ja. Patrick Eller, der Publikumsliebling der Austria Klagenfurt. Und jetzt kommen wir zu jemand anderem. Er war österreichischer Teamspieler, 221 Mal in der englischen Premier League und jetzt ist er als Buchautor unterwegs. Die Rede ist von Paul Schaner. Diese Woche war er beim Nachwuchs der Austria Klagenfurt zu Besuch und hat seine Tipps für eine große Karriere weitergegeben. Und wir waren mit der Kamera dabei. Bis zwar dann hier über die Nöte. Nötest du da? Gott, sehr was. Viel später zum Trainieren, oder? Aber aus was besteht der Körper? Zu 70%? Wasser, genau richtig. Deswegen ist wichtig, die ganzen zuckerhaltigen Dinge wegstellen. Genau, wegstellen und mehr Wasser trinken. Kompensiert und neutralisiert viele Giftstoffe im Körper und schwappt es aus. Wir werden das so machen, ihr könnt euch das aussuchen, mit was ich anfange. Ich würde gleich sagen, wenn das Buch durchgegangen ist, welche Kapitel ich da eben vorbereitet habe. Und ihr liest dann vor die Stelle und dann, wenn irgendwelche Fragen sind, können wir ein bisschen eine Diskussion machen. Machen wir ein Frage- und Antwortspiel. Und ich würde mich über reges Interesse freuen. Traut euch ruhig, ich weiß nicht. Im FA Cup hatte Wigan Athletic während seiner 81-jährigen Vereinsgeschichte nie etwas Greifbares gewonnen. Im Gegenteil. Die Athletics, das war der Spitzname von uns, waren fast schon berühmt dafür, sich in jedem Jahr früh aus dem traditionsreichen englischen Pokalwettbewerb zu verabschieden. Spätestens in der dritten oder vierten Runde war eigentlich immer Schluss. Doch als ich im Winter 2003 die Zuschauer und Kollegen wachrütteln sollten. Meiner Meinung nach werden solche Aktionen im Fußball vollkommen unterschätzt. Eine spektakuläre Aktion in der Defensive oder ein Fernschuss aufs Tor können Wunder wirken. In meiner ersten England-Zeit habe ich mit Wahl in den Vorspielen sogar festgelegt, wie oft ich in einer Halbzeit aufs Tor schieße. Wenn eine Partie nur so dahin plätschert und dann plötzlich ein Spieler den Ball aufs Tor hämmert, sodass der Keeper eingreifen muss, setzt das oft Kräfte frei. Die Mannschaft wird daran erinnert, dass der Torerfolg möglich ist und die Kollegen werden mutiger. Gegen Everton rüttelten meine Tacklings sie wach. Zwischen der 30. und 33. Minute erzielten wir 3 Treffer. Meiner Figaro in der 30. Callum McManaman in der 31. und Jordi Gomez in der 33. Minute. Binnen 202 Sekunden führten wir uneinholbar mit 3:0 im Goodison. Ja, und der junge Mann auf dem Foto, das ist der Kapitän
der U13 der Austria Klagenfurt, Matthias Buganik. Damals war er 5 Jahre alt, als er den Paul Scharner mit dem Nationalteam getroffen hat. Und jetzt steht er hier bei uns, Matthias Buganik. Ein bisschen größer ist er schon geworden, 12 Jahre jung, Kapitän. Matthias, erzähl einmal, wie war es heute, das Gespräch mit dem Paul Scharner? Es war sehr cool, er hat uns viele Tipps gegeben, was uns weiterhelfen kann im Fußball. Und er ist einfach ein cooler Typ. Und was hat er denn so für Tipps gegeben? Also, dass man sich in den Kopf setzen soll, dass man gewinnen will, dass man gute Ernährung haben soll und dass man eine gewisse Unterstützung braucht und ja. Also große Ziele, die man jetzt auf jeden Fall gemeinsam anstreben kann. Und auch ihr habt ja jetzt große Ziele mit der U13 im kommenden Frühjahr. Ja, also wir wollen auf jeden Fall Meister werden und gut spielen und auch nächstes Jahr, nachher, wenn wir älter sind, noch 14, dann auch wieder Meister. 90 Minuten Lesung sind vorbei, die Nachspielzeit jetzt hier beim Interview. Paul Scharner, wie hat es dir gefallen, die Lesung mit dem Nachwuchs der Austria? Ja, tadellos, muss ich sagen. Es ist halt natürlich immer die Gefahr, dass man so junge Leute einschläfert beim Lesen. Da muss man halt schauen, dass man das halbwegs knackig liest. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Und ja, vielleicht haben sie was mitnehmen können. Was sind denn deine Tipps für junge Kicker, für Fußballer, die etwas erreichen wollen? Da gibt es viele Tipps, ne? Aber auf alle Fälle die Leidenschaft ist das Allerwichtigste. Also ich habe immer versucht, meinen persönlichen Einsatz, mein Herzblut einzugeben und das hat mich im Prinzip am weitern gebracht. Ja, Paul, jetzt stehst du hier in Klagenfurt. Ich kann mich erinnern, ich war auch Internetredakteur, damals für den FC Kärnten, jugendlich. Und du warst damals da und hättest eigentlich nach Klagenfurt wechseln sollen zum FC Kärnten unter Peter Backhult, aber es ist nichts daraus geworden. Jetzt stehst du wieder da und erinnerst dich vielleicht noch an diese Momente? Ich kann mich noch erinnern, aber ich bin jetzt dann nicht mehr spielfähig. Gell? Also jetzt wird das sicher nichts. Okay. Aber ja, ich kann mich natürlich erinnern. Also es ist damals nach der Verweigerung meiner Einwechslung bin ich ja suspendiert worden von der Austria und da habe ich halt geschaut, wo Austria Wien. Austria Wien habe ich gesagt, ja, genau. Also habe ich nicht gesagt, aber ja, Austria Wien und ja, da war ja unter anderem auch herunten beim FC Kärnten. Und hast du ein bisschen den Weg mitverfolgt, der Austria Klagenfurt von der Regionalliga wieder zurück in die erste Liga? Ja, natürlich. Ich sage jetzt einmal, so ein Schmuckstück hat ja nicht jeder stehen, sage ich einmal, als Verein. Und da schaut man natürlich, wie die sportliche Umgebung funktioniert. Und ich glaube, der Peter Svetic hat es jetzt zumindest einmal geschafft, dass man wieder im Profibereich ist, zweite Liga. Und ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, speziell in der zweiten Liga da finanzielle, seriöse Schiene aufzubauen und eine langfristige Geschichte aufzubauen. Aber ich hoffe, dass es funktioniert. Viele Schlagzeilen hat es gegeben. Wie siehst du das? Anstrengend war es, ja. Eben auch mit den Schlagzeilen. Aber das Problem war halt, ich bin in eine Ecke gestellt worden und wenn man in Österreich in eine Ecke gestellt wird, kommt man schwer raus. Ne? Und da kann man nur so gut versuchen, das eben ja, aufzulösen. Es funktioniert nicht. Aber ja, es gibt natürlich immer Sachen, die man anders machen hätte können, ganz klar. Aber nachher ist man immer gescheiter, sagen wir mal. Ne? Und das gehört einfach dazu. Ich habe das eben immer so gehalten, es gehören genauso die negativen Erfahrungen dazu wie die positiven Erfahrungen, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist Leben. Ne? Leben besteht nicht nur aus positiven Sachen. Es gab Konflikte mit Jogi Löw unter anderem damals bei Austria Wien, dann auch mit Marcel Koller, später als österreichischer Teamchef. Denkt man gerade jetzt wieder zurück, wenn man sieht, das Nationalteam spielt erfolgreich und denkt sich, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre und der ein oder andere Konflikt nicht gewesen wäre, dann könnte ich jetzt sogar in Frankreich spielen. Es ist natürlich für jeden Fußballer und so war es auch für mich, das große Ziel, ein großes Ereignis zu spielen, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und das ist mir nicht geglückt und das ist natürlich ein schwarzer Punkt in meiner Karriere. Aber das war halt die Zeit. Wir sind eine Generation gewesen, die was halt, ja, das nicht erleben hat dürfen, sage ich mal. Das gehört dazu, zum Leben. Würdest du manche Sachen heute wieder machen, wenn der Trainer sagt, ich möchte dich auf der Position haben, auch wenn es nicht deine Lieblingsposition ist? Also erstens, da ist es einmal nicht um einen Jogi Löw als Person gegangen, sondern einfach um die Situation, die sich dorthin entwickelt hat, sozusagen. Also ich habe bis dorthin, 2003, bei der Austria in 4 Jahren 7 Positionen gespielt und natürlich will man sich irgendwann einmal auf eine Position konzentrieren, obwohl ich natürlich die Stärke in meinem Allround-Können sozusagen einmal war. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, nein,
um eben weiterzukommen, um nach England zu kommen, muss ich mich auf eine Position spezialisieren. Und ja, man kann es in meinem Buch nachlesen, was die Hintergrundgeschichte ist. Es war ja im Prinzip ein mündlicher Vertrag mit Jogi Löw, dass ich auf mein Stammlevel verzichte, aber dafür dann nicht mehr die Position spielen muss. Und das hat er halt nicht eingehalten. Und ich bin einer, der Handschlagqualität hat. Und wenn ich was ausmache, dann stehe ich dazu. Du hast in deiner Karriere auch immer wieder deine Haarfarbe gewechselt. Also von weiß bis blau bis violett war alles dabei. Würdest du das heute auch wieder machen? Na, ich habe mit 30 aufgehört, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Ne? Ich bin schon 36. Das heißt, bist du auch Nachwuchstrainer in Niederösterreich? Was gibt es so große Ziele, die du jetzt anstrebst? Im Moment gibt es keine großen Ziele. Ne? Also ich genieße jetzt die Zeit mit meiner Familie. Ich habe ab Juli 5 Kinder daheim. Das braucht eher eine ziemliche Zeit, einen Zeitraum. Also halbe Fußballmannschaft? Ja, genau. Also wie ich sage immer, beim Basketballteam sind wir jetzt da stehen geblieben. Ne? Mehr geht nicht mehr. Oder in Kärnten sagen wir halt Eishockey. Ja, genau, das ist richtig. Aber bei uns spielen wir zwingend Eishockey. Aber auf alle Fälle, ja, man jetzt im Moment, bin jetzt immer zielgetrieben in meiner Karriere unterwegs gewesen. Jetzt habe ich mir eine Auszeit gegönnt, sage ich mal, und einmal so in den Tag hineingelebt. Und ja, viele interessante Leute kennengelernt, viele interessante Gespräche geführt. Und ja, jetzt wird es dann eh wieder Zeit, dass in Zukunft wieder was passiert. Paul Scharner in Weidmannsdorf, ein großes Ereignis für unsere Kleinen. Für unsere Kampfmannschaft richtet sich der Blick schon wieder nach vorne. Am kommenden Freitag das Auswärtsspiel beim LASK. Und unsere Mannschaft geht gut gestärkt in dieses Spiel, denn in dieser Woche gab es den Besuch bei La Bottega in der Siebenhügelstraße. Manuel von der La Bottega in Klagenfurt und wir sind stolz, dass wir Sponsor sind von der SK Austria. Die Jungs kommen gern zu uns essen, sind super Gäste, wir haben sie irrsinnig gern. Speise hier, was immer, ist Rucola-Salat und Spaghetti Carbonara. Pizza Thunfisch. Penne Arrabbiata, ganz klassisch. Aber am liebsten habe ich eine Muschel. Mir schmeckt am besten die Pizza. Für mich ist nur wichtig die Nudeln und was ich da drauf tue, da ist, bin ich überhaupt nicht hakelig. Bei mir schmeckt am besten die Pizza mit aktiver Kohle, ja. Mein Lieblingsspeis ist eigentlich, wo Kern nicht dabei ist. Das gibt es leider da nicht. Eine Pizza ist hier ganz gern, ein Prosciutto. Meine Lieblingsspeise ist, weiß muss ich kurz überlegen, eine Pizza Calzone ist eigentlich am liebsten. Mir die Penne Arrabbiata am besten geschmeckt. Penne mit Lachs ist auch gut. Am besten schmeckt mir die Penne Arrabbiata. Spaghetti Vongole habe ich vom Zaki gesehen und seitdem mag ich das auch sehr gern. Das beste Essen für mich ist da Penne Salamino. Heute haben wir die Spaghetti Tonno sehr, sehr gut geschmeckt. Also meine Lieblingsspeise da sind die Penne Salamino, die habe ich am liebsten. Ja, ich esse eigentlich alles. Also meistens entweder Menü oder Pizza. Es gibt eigentlich nichts, was nicht schmeckt da. Und ja, je nachdem, was mich halt anmacht, jeden Tag was anderes. Ja, Pizza Rucola mit Parmaschinken und die Tortellini. Die Miesmuscheln in der Weißweinsauce finde ich überragend. Und die Pizza natürlich ist auch sehr, sehr gut. Das ist eigentlich alles sehr gut, aber meistens entscheide ich mich für ein Menü oder sonst für eine Pizza. Ich glaube, dass sich die Chefitäten in der Küche da sehr viel Mühe geben, jeden Tag
spezielle Gerichte zu zaubern. Und deshalb ist sehr viele von der Mannschaft immer wieder Treffer schlägt, um nach dem Training sich wieder zu stärken. Da bekommt man richtig Appetit für das nächste Auswärtsspiel. Also Daumen drücken am kommenden Freitag bei LASK gegen Austria Klagenfurt. Auf geht's!